Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, by failing to prepare, you are preparing to fail, sagte Benjamin Franklin, und das gilt auch für Corona. Deshalb stimmen wir dem Antrag der SPD zu und tut mir leid, aber das, was Sie uns hier auftischen, liebe CSU, in dieser Suppe finde ich kein Fleisch. Was ist denn das für ein Selbstverständnis, als Regierungsfraktionen lediglich zu sagen, die Staatsregierung wird begrüßt und soll mal berichten? Also da fehlt jeglicher Gestaltungsanspruch. Die AfD leugnet die Möglichkeit einer zweiten Welle. Klares Nein dazu. An die Regierung kann ich nur appellieren, die Pläne müssen ab jetzt in den Schubladen liegen. Und ich bin froh, hier zu hören, dass Sie anscheinend daran arbeiten, weil die Ausrede, dass es eine neue Situation ist, die gilt dann nicht mehr. Machen Sie nicht wieder die gleichen gravierenden Fehler, die Sie gemacht haben. Ein zweites komplettes Betreuen. Wir haben die Maßnahmen am Anfang mitgetragen, weil man zunächst nicht wusste, was auf uns zukommt und weil das eine neue Situation war. Aber ein dauerhaftes, langfristiges, komplettes Betreuungsverbot ohne monatelang, ohne Perspektiven, das völlig unklar ist, ohne wissenschaftliche Grundlage, das ist nicht zumutbar. Arbeiten Sie jetzt an einem Konzept. Wir brauchen Notfallkapazitäten, um alle Kinder in möglichst kleinen Gruppen zu betreuen. Das bedeutet, ein Personalkonzept entwickeln. Da muss man auch vielleicht schon entsprechend qualifizieren. Räumliche Kapazitäten in Abstimmung mit Kommunen flexibel anpassen und Hygienepläne weiterentwickeln. Wir brauchen ein Konzept mit bedarfsorientierten Schließungen bei Infektionsherden. Dann aber auch mit klaren Werten und mit einer Wiedereröffnungsstrategie. Gestern habe ich von einem Regierungsmitglied gehört, was die Schulen anging. Man musste den Unterricht von voll analog auf voll digital umstellen. Ich finde das voll daneben, weil ein umfassendes Konzept für digitalen Unterricht, natürlich verknüpft mit analogen Unterricht, haben wir Ihnen bereits 2012 vorgelegt oder sogar schon früher. Das haben Sie nicht umgesetzt. Die CSU hielt es in ihrer Selbstgefälligkeit nicht für nötig, wirklich digitalen Unterricht flächendeckend an Schulen zu ermöglichen. Und die Quittung dafür, die haben Sie jetzt. In den letzten Monaten haben Sie die Zukunftschancen der Kinder geschmälert. Sie haben die Existenzen der Eltern bedroht. Das darf es nicht noch ein zweites Mal geben. Bereiten Sie sich vor. Wir unterstützen Sie dabei gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Sand. Für die Staatsregierung ergreift das Wort Frau Staatsministerin Carolina Trautner.